Hallo und herzlich willkommen zurück, ja, zu Shadow of the Colossus. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir müssen ja den nächsten Koloss besiegen. Ich glaube, eine Art Schlange soll das darstellen. Ich wollte eigentlich nicht absteigen. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Also nimmt mir das nicht nur übel. Hallo? Okay. Das Pferd kann reiten. Supi dupi. Okay, wo müssen wir denn überhaupt hin? Nee, warte. Okay, irgendwo hier. Ich sag jetzt aber nicht. Sorry, mein Freund. Das muss leider sein. Soll das hier unter sein, oder was? Und jetzt nochmal so zeigt, dann kann das natürlich sein, dass ich wieder in das Gebäude muss. Okay. Mal gucken. Ich bin gespannt. Für all diejenigen, die übrigens noch auf meinem Kanal sein sollten. Oder, ja, noch keine Videos von Shadow of the Colossus gesehen haben sollten. In der Videobeschreibung, da findet ihr einen Link, wo ihr raufklicken könnt, um euch die Folgen alle anzusehen. Zumindest, wenn ihr mich ein wenig unterstützen wollt. Und jetzt muss ich mal ganz kurz halten. Also, ich muss da hinten wieder diese Steinbrücke folgen. Komm schon. Also, das Pferd heißt übrigens nicht Argo, sondern Agro. Keine Ahnung, ob das ein Fehler ist. Weil wie kann man sein Pferd Agro nennen? Naja, ist egal. Auf jeden Fall, da unten sehen wir eine kleine Erhöhung, wo ja mal ein Koloss war. Und der besteht eigentlich nur noch größtenteils aus Sand. Aus Überresten. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. Aber das ist auch erstmal gar nicht so wichtig. Ich wollte jetzt erstmal nämlich hier weitermachen. Okay. Okay, da hinten müssen wir lang. Argo, mein Freund, komm, wir reiten nach vorne, um die Kolosse endlich auszuschalten. Um unsere Freundin, Frau, Schwester, wie auch immer, halt zum Leben zurückzuholen. Alles klar, so. Jetzt sind wir wieder hier. Ich hoffe, ich bin auch richtig. Wenn nicht, dass ich jetzt hier langlatsche. Oh, dann ist da nichts. Okay, hier sehe ich schon mal gar nichts. Steig mal kurz ab. Also hier hinten ist schon mal gar nichts. Da oben haben wir ja gegen den anderen Koloss gekämpft, den sogenannten Ritter. Ich habe leider noch nicht ein Stück Obst gesehen. Okay, reiten wir hier einfach mal raus aus diesem Tal. Irgendwo, wo es Licht gibt. Um dann halt festzustellen, wo wir genau lang müssen, um den Koloss zu besiegen, ne? So. Hier ist es wieder schön neblig. Okay. Da hinten kommt Licht. Und das ist eine Eidechse. What? Die lebt ja noch. Kann ich mich auch ducken? Wisst ihr, das einzige Problem ist, ich weiß halt nicht, wie ich mich ducke. Okay, die haben wir auch gefuttert. Und wie ihr seht, hat sich die Ausdauer tatsächlich erhöht.
Also das mit der Ausdauer funktioniert schon mal. Ich wollte eigentlich reiten. Ich bin mal gespannt, wie stark dieser Titan ist. Koloss meine ich, nicht Titan. So. Hier sind Schmetterlinge. Irgendwo da hinten soll er sein. Wartet mal, ist da ein Stück Obst? Nee, sind Pilze, oder? Die kann ich auch nicht essen. Schade. Hätte ich jetzt mich sehr gefreut. Ich werde mal kurzzeitig ohne das Pferd laufen. Weil ich mich auch ein bisschen umsehen will. Ja, wir haben ja nur schon jetzt die 5. Folge. Und ich bin gespannt, wie lange das Spiel noch ist. Okay, das sind, keine Ahnung, irgendwas war das gerade. Nein! Ich hab's denn eigentlich erwischt. Ihr habt's gerade gesehen, ne? Ich sehe die nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich sehe die Eidechse einfach mal nicht. Ey. Nimm mal jetzt das Schwert, Junge. Da ist sie. Ich hab da gerade irgendwas erwischt. Oh Mann, du sollst nicht die Kamera einstellen. Ja, na klar. Also mitunter verstehe ich das nicht. Warum lebt die denn noch? Achso. Ich habe nur den Schwanz anscheinend getroffen. So. Kannst du jetzt bitte auch weiter reiten? Ja, galoppieren, bitte. Okay, die habe ich erwischt. Hier ist nochmal eine Eidechse. Was bist du? Wisst ihr, das Problem ist, wenn man natürlich nicht weiß, wo man lang muss, dann ist es hier gerade ein bisschen schwierig, sich zurechtzufinden. Denn ohne Sonne kann ich natürlich auch das Schwert nicht ausgiebig nutzen. Irgendwo da, okay. Sieht vielleicht so aus, als ob ich keine Ahnung hätte, was ich mache, aber keine Angst. So, nochmal eine Eidechse futtern. Zumindest wenn ich sie sehe. Das Problem ist, die sind relativ schnell. Ist die wieder zurückgelaufen? Alles klaro. Hat auch funktioniert. Aber ihr habt ja gesehen, die muss man relativ schnell sich schnappen. Ansonsten verschwinden die. Zumindest wenn man sie gleich tötet. So. Und wo sollte jetzt die Schlange hier sein? Das würde mich jetzt noch interessieren. Ja, Pferdchen, wo bist du überhaupt gerade hingelaufen? Irgendwo hier. Ah, super.
Ich laufe jetzt also hin und her. Ah, es tut mir leid. Argo? Argo, ist ja auch egal, wie er heißt. Gehen wir zum nächsten Turm. Ich bin übrigens gespannt, ob irgendwas noch passieren wird. Also irgendwas Spezielles. Oh, was ist denn da? Ah, ich glaube, da geht's lang. Keine Videosequenz. Ich habe die übrigens nicht übersprungen. Also das war jetzt alles, was erstmal übrig geblieben ist davon. Die taucht da bestimmt gleich auf. Oder die wartet unten auf uns. Dieser Koloss. Oh mein Gott, das sieht ganz schön zerstört aus hier. Wow, wow, wow. Okay, ich gehe erstmal nach oben. Ah, da könnte ein bisschen schwindelig werden, nicht wahr? So. Ist das eine Frucht? Nee. Okay, ich habe eigentlich angenommen, dass die... Naja, dieser Koloss oder wie auch immer hier oben wartet auf uns. Aber nö, jetzt können wir also nach unten laufen. Das ist ja ein Fisch. Nee, es soll ja eine Schlange sein. Oh, oh. War das eine gute Idee? Das sieht ja mal ziemlich heftig aus. Oh mein Gott, es ist viel schnell. Ich glaube, das hat einfach mal keinen Effekt. Kann ich irgendwie auch tauchen? Ja, richtig tauchen kann ich nicht, also... Registriert die uns? Wow! Oh, okay, sie kann auch das Wasser elektrisch aufladen. Okay, Leute, ich schätze mal, wir müssen im Wasser ein bisschen rumspielen, damit das halt angreift und uns denn an diesen Schwanz oder was es ist festhalten. Was anderes fällt mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht ein, weil wir können mit dem Bogen dieses riesige Tier halt nicht erwischen. Und Bogenschießen kann ich auch nicht. Alter, das Vieh sau schnell. Würde mal gerne wissen, wie ich mich da festhalten soll. Ob das überhaupt geht. Oh oh. Es hat uns, glaube ich, bemerkt.
Ja, danke, Damon. Ja, ihr habt es ja gerade gehört. Wir sollen den Schwanz des Tieres erfassen. Fragt sich bloß wie. Ich bin echt am Überlegen, wie ich das machen soll. Okay, ich werde es mal so machen, dass ich das hier hinführe. Weil ich glaube, dann kann ich mich ranspringen. Und dann müsste es eigentlich klappen. Wenn es nicht funktioniert, muss ich nachher halt schneiden. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Aber schlimmstenfalls bleibt mir halt keine andere Wahl. Ich kann ja auch nicht so weit tauchen, ne? Das ist das Maximale, was ihr gerade seht. Ja! Hey, ich hab mich doch festgehalten, oder nicht? Er hat sich nicht festgehalten. Wie halte ich mich eigentlich nochmal fest? Ich weiß auch nicht mal mehr, wie ich mich festhalte. Ich muss mal kurz in die Steuerung gucken. Das geht echt gar nicht. Festhalten ist R2. Ach nee, was denkst du, was ich gedrückt habe? Er hält sich nicht fest. Ja, was muss ich jetzt machen? Das ist doch einfach nur Kacke. Ich kann auch nicht schneller schwimmen. Das ist alles Maximum hier. Es kann anstrengend werden. Ja, kommen Sie uns. Greif mich an. Wisst ihr, ich meine, ich weiß ja noch nicht mal, was es für genaue Richtung einschlägt. Und ich frage mich auch, warum ich mich nicht festkrallen konnte. Das ist auch, was ich nicht ganz verstehe. Er muss es doch jetzt langsam wieder mitkriegen. Ah, es kommt. Ich sehe nichts. Mann, warum? Echt, das wird nichts. Ich weiß halt nicht, wie ich das machen soll. Wie haben sich denn die Entwickler das bitte vorgestellt? Das wird halt nichts. Ich kann mich da nur so festhalten. Boah, ich spiele seit fast 20 Minuten und komme nicht voran. Das geht mir voll auf den Nerv. Man kann es auch sehr schwer einschätzen, wo das Tier halt seinen Schwanz, wisst ihr, lang zieht. Ja, ich hab'n.
Okay. Oh, der ist ja gar nicht verletzlich. Ah, ich glaube, ich muss... Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, das ist jetzt anstrengend. Ein bisschen. Nein! Okay, ihr habt es ja gehört. Ich soll das strahlende Horn. Das bringt gar nichts. Wow! Und? Ja. Muss ich noch kurz festhalten. Und? Nein, nein! Halt dich fest! Ich mach gar keinen Schaden mehr. Ah, okay. Ich muss weiter nach vorne. Habe ich nicht gesehen. Halt dich doch mal fest, Junge! Oh, war das knapp. Oh mein Gott. Meine Ausdauer ist gleich weg. Okay, es sind noch zwei Spitzen übrig. Ich glaube, erst dann, ja, haben wir ein bisschen mehr Glück. Es hat funktioniert, dauert halt ein bisschen, ne? Aber so ist es halt. Ich muss nur noch die beiden Spitzen da angreifen. Okay, es ist gereizt. Und es kommt zu mir. Wow, 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 wow. Ja, ja. Ich hab's. Alter. Tauch auf. Nein. Oh, ist das schwierig, Leute. Das ist unglaublich schwierig. Weil man auch wirklich darauf achten muss. Man hat gar nicht so viel Zeit. Und wenn es halt zu viel taucht, dann verbrauche ich zu viel Ausdauer und ja. Ihr habt es ja gesehen, dadurch bin ich dann noch runtergefallen. Boah! Das war gerade mies. Okay, das ist auch weg. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Oh. Er wird langsam ziemlich aggressiv, unser Freund. Oh. Ja, das bringt natürlich nichts. Was passiert? Bin ich tot? Ja.
Och Mann, ich kann nicht den ganzen Kampf nochmal machen. Und der ist anstrengend. Ja, Leute, ich hoffe, ich schaff's jetzt, weil nochmal sterben will ich nicht. Die Sequenz dauert viel zu lange, ey. Ja, das Problem ist, ihr habt ja gesehen, diese Blitze, die töten uns sehr schnell. Und da ich nicht mehr Gesundheit habe, aber zum Glück ein bisschen mehr Ausdauer, ist das natürlich erstmal ein Problem. Also die Folge könnte relativ lang werden. Er müsste mich sehen. Ah, jetzt hat er es gerade. Und dann kann ich mich angreifen, wisst ihr? Jetzt kommt er mit mich hoch und dann kann ich mich gleich festhalten. Und zwar... Oh! Das war knapp. Okay, hoffentlich schaffen wir es jetzt. Meine Ausdauer geht langsam zur Neige. Aber wirklich schnell voran komme ich auch nicht. Okay, jetzt muss ich mich beeilen. Das sind immer so eine ganz kurzen Momente, wisst ihr? Also wo man wirklich nur nach vorne schreiten kann und danach ist halt vorbei. Danach geht man halt Bahn, also... Ist zwar schwierig, aber ich schaff's schon. Irgendwie. Okay, es ist ausgefallen. Ich sehe nichts. Komm. Und es ist aus. Okay, jetzt nur noch zum nächsten. Es geht jetzt relativ schnell, weil ich auch weiß, was ich tun muss. Seh nix. Und danach muss ich mich halt beeilen, ne? Das. Ihr habt's ja gesehen. Oh shit. Der taucht immer tiefer. Oh nee, bitte nicht. Ich muss es nochmal machen. Ihr habt es ja gerade gesehen, das mit einmal ging die Ausdauer aber richtig schnell weg. Immer wenn er in diese komische Tiefe halt runter taucht, ne? Wenn er nicht mehr mit dem Blitzen halt uns Schaden zufügen kann, dann kann er nur noch seinen Kopf so schnell bewegen. Aber das sollte dann wesentlich einfacher sein. Also ich hoffe mal, das schaffen wir jetzt. Aber einen zweiten Bosskampf schaffe ich heute auf jeden Fall nicht mehr. Also einen zweiten Koloss, nee, schaffe ich nicht. Okay, er taucht rum. Was? Warum hat er mich nicht gesehen?
Ja, okay. Wir sind wieder dran. Komm schon, komm schon. Wir müssen es schaffen. Das Problem ist halt, wir haben immer nur eine bestimmte Menge Zeit, ne? Das ist halt ein Problemchen. Ich habe noch nicht mal mehr viel Zeit. Ich kann ihm auch keinen weiteren Schaden da zufügen. Warte mal extra. Ich meine, klar, er merkt es wahrscheinlich, dass wir bei ihm rumlaufen. Oh, das was war denn das gerade? Hat uns der Blitz getroffen? Na komm! Geht doch! Wow, wow, wow! Es tut mir leid. Ich muss dich leider eliminieren, mein Freund. Aber es tut mir mitunter auch ein bisschen weh, wisst ihr, weil die, mitunter tun ja die Kreaturen nichts. Okay, das war jetzt... Es ist mitunter auch ziemlich knapp. Die Zeit ist zu knapp, Leute. Es ist vorbei. Tja, und damit haben wir wieder einen Koloss besiegt. Und ich fand den Kampf jetzt an sich nicht schwer. Also wenn man wusste, was man machen muss, dann ging es eigentlich. Aber ich werde jetzt eh gleich wieder von diesen komischen Strahlen getroffen. Und danach saufe ich bestimmt wieder. Ja, sie haben mich noch erwischt. Ich dachte, ich hätte noch vielleicht zum Land schaffen können, aber nö. Okay, diesmal wurde nicht so viel gesprochen. Das hört sich ja fast an wie eine Eidechse. Aber die werden wir erst beim nächsten Mal machen, Leute. Ich bin ja bei fast 40 Minuten. Also in 4 Minuten hätten wir 40. Ich werde nochmal ganz kurz zu unserer Gefährtin gehen. Ob sie nur unsere Schwester ist oder meine Frau oder Freundin oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob man das rausbekommt. Kann es sein, dass sie
sich verändert hat von der Farbe. Okay, sie atmet auch nicht. Ja, Leute, es hat mich auf jeden Fall trotzdem sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ich werde ja beim nächsten Mal wahrscheinlich gleich zu der Stelle hingaloppieren, wo wir hin müssen. Vielleicht auch nicht, mal gucken. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ich würde mich auch sehr über ein Abo, ein Like oder einen Kommentar eurerseits sehr freuen. Und wie gesagt, wir sehen uns zum nächsten Mal. Also, bis denn und tschüss.